Hast du Agrippa mal genagelt? Ja, ich schon. Hallo Leute, willkommen zurück zu Wuseldusel. Wir müssen jetzt da hoch. Also zumindest halt die Klappe, Agrippa. Ich muss jetzt da hoch. Denn im letzten Part, der optional war, sah das hier sehr verdächtig aus. Ja, ist gut, Agrippa. Du alte Grippe. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ja, hab ich. Tschüss. Ich hab's gefunden, ey. So, ja, von wegen wir spielen Wuseldusel. Nein, natürlich. Ich glaube, mir fällt ein Stein aus der Hose. Und es geht weiter mit Amnesia. Das wollte ich nur noch mal anmerken, so ganz nebenbei. Wieso fällt mir ein Stein aus der Hose? Ich habe doch gar keine Hose an. Naja, gut. Die Maschine läuft. Ich hab's echt gefunden, ey. What the fuck? Wer kommt da drauf? Ihr miesen Entwickler. Naja, jetzt sollte das Ganze funktionieren. Number one. Number two. Freudenmusik, yay. Timer setzen, danke. Danke. Danke, Lehmann. Ich hab's schon wieder fast vergessen. Ich sag mal 2 Minuten Abzug. So. Oh, Lehmann, danke. What the fuck? Daniel, you have gone too far. I have to stop you. I can't let you proceed any further. I'm sorry, my friend. Was laberst du? Das ist mir scheißegal, ganz ehrlich. Mal gucken, ob Agrippa noch lebt oder ob er schon weg ist. Nö, er hängt immer noch hier rum. Boah, halt die Klappe, ey. Gut, geil, yeah. This is amazing stuff. Gut, was haben wir hier? Eine Kurbel. Stein. Größerer Stein. Noch größerer Stein. Ach, den kriegen wir leider nicht da hoch. Okay. Da möchte ich jetzt nicht runterfallen. Und doch, ich glaube, ich bin sogar... Bin ich nicht schon mal... ich bin noch nicht gestorben in dem Spiel, ne? Pure Einbildung. Die Kurbel hier. Was macht die Kurbel? Die lässt, glaube ich, das Seil runter. Jetzt wäre es lustig, wenn das Monster mit hochkommt. Nein, okay. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich glaube, ich weiß, was wir hier brauchen. Querschiff. Hey. Gut, dann gehen wir ins Querschiff. Brunnen im Keller nicht gut. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, ey. Ich mag sowas nicht. Das ist gruselig. Die Angst überkam ihn erneut. Er griff nochmals nach den. Danke, dass ich es lesen durfte. Gut, hier scheint ordentlich die Party abzugehen. Was? Sinn? Okay. Ich laufe erstmal da hoch. So, Daniels müssen immer erst ganz hoch und dann fallen sie nachher ganz tief. Das ist immer lustig. Oh, da ist wieder ein Bild. Ja, ein Querbild. Wir sind ja hier im Querschiff. Hier ist alles quer. Sogar Daniel ist quer und er ist verbuggt. Oh Gott. Fleisch ans Seil. Das wäre auch eine gute Idee. Aber ich glaube, ich brauche einen Eimer. Das ist so meine Idee. So ein Eimer. Und dann dort vielleicht das Fleisch rein oder so. Das könnte vielleicht funktionieren. Hier haben wir eine Schnur. Wir haben eine Schnur gefunden. Und nochmal so eine komische Maschine. Noch eine Notiz. Folter. Ich kann nicht genug betonen, Opfer. Bla bla bla. Blub blub blub. Bla bla bla. Ach, okay. Lebensessenz. Essenz wird produziert und gesättigt. Alles
klar. Überhaupt nicht komisch oder so. Das ist überhaupt nicht langweilig. Oh. Du bist es, meine Liebste, die ich so sehr, die ich so vermisse, oder bin ich es selbst? Ach so, das war eine Frage, okay. Ein Sultan mit dem Berggipfel und ja, der schwarze Adler fürchtet mich. Ups, das war der falsche Knopf. Okay, der schwarze Adler, also der deutsche Adler, der meint sicher den deutschen Adler damit. Da haben wir auch schon eine Flagge gesehen, oder, ja, doch, eine Flagge war's. Okay, wir haben eine Schnur. Eine Schnur ist immer gut. Können wir die Schnur mit dem Fleisch verbinden? Nein. Okay, mehr wollte ich auch gar nicht wissen. Da bin ich hergekommen. Okay, dann gehen wir erstmal nach links. Erstmal nach links. Weil ich weiß nicht, ob Daniel das schafft, das Fleisch direkt ans Seil zu heften. Ich glaube, der braucht da noch einen Eimer für. Anders kriegt er es nicht gebacken. Hallo, Mäuschen. Fieps, fieps. Och nö, da kommt sicher noch die eiserne Jungfrau. Ups, Spoiler. Oh Gott, ich hab euch gespoilert. Ich bin nicht hier. Ich war noch nie hier. Das ist eine Lüge. Alter, wollt ihr mich töten? Ich will da jetzt nicht dran rumdrehen. Oh, Flashback. Die Kidnapperin war auf ihren Knien und ihre Hände waren auf ihren Rücken zusammengebunden. Sie fühlte, wie ihre Hände angehoben wurden und die Schultern gaben. Au. Daniel schiebt gerade voll den Horror, ne? Die arme Kidnapperin. Eigentlich sollte man mit diesen Menschen kein Mitleid haben, aber das haben sie, glaube ich, nicht verdient. Ja, genau. Aha! Sie wird einfach angehoben. Wisst ihr, wie durch die sind, ey. Ja! Aua. Das hat sich ja weh gemacht. Aua, das hat ganz sicher weh gemacht. Ey, Daniel, hör auf jetzt. Kein Horror schieben. Du bist ein Mann. Und keine Maus. Maus, eine süße Maus. Das bist du nicht, Daniel. Vergiss es einfach. So, die Tür lasse ich einen Spalt weit offen, damit ich weiß, da war ich schon. Ganz offen lasse ich die nicht. Ich bin doch nicht bekloppt, ne? Was habe ich jetzt gesammelt? Ach ja, ein Stück von der Kugel. Es sind 6 Stücke. Drei weitere. 2 weitere und ich habe die Hälfte. Wow. The cradle is ready. Good. You're a man. How can you partake in this? Is he all right? He is one of the wicked. Don't pay his lies any attention. I'm not a bad man. It was an accident. He set a man on fire. It wasn't my fault. Why won't anyone listen? That's horrible. Of course. We are dealing with monsters here. Okay, Folterkammer Nummer 2. Mal gucken, was sie mit dem armen Schwein gemacht haben. Und Daniel, die blöde Kuh, die einfach nicht selber nachdenkt, sondern einfach nur, ach, der hat schon recht. Ui, Flashback. Also, ich hätte ihm geglaubt, ohne Scheiß. Das sieht echt bitter für ihn aus. Ich glaube, denn, was haben sie denn mit dem gemacht? Ohne Scheiß. Haben sie den da drauf gesetzt? Der Brandstifter schrie, als er langsam Das war nicht die angewandte Methode, es war der Brandstifter. Er war anders als die anderen, sie werden ihn erneut vergessen lassen. Ja.
Die Folter hatte einen größeren Effekt. What the fuck, ey? Was ist denn los mit den Typen? Ohne Scheiß, geht's noch? Die Entwickler haben hier einfach die schlimmsten Foltermethoden reingepackt, die die Menschheit je erfunden hat. Jetzt fehlt nur noch hier, ne? So lange mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten füttern, bis der Magen platzt. Das fehlt mir gerade noch, weil das ist auch so eine ätzende Folter gewesen. Ich glaube, die war im 30-jährigen Krieg oder so. What the fuck, ey? Die sind auch krank im Kopf. Aber da war kein Bruchstück, ne? Oh, Daniel hat sicher wieder Punkte, ne? Ja, er punktet wieder mal. Wisst ihr was? Das kommt mir gerade ein bisschen Spanisch und Indisch und Chinesisch vor, dass ich da kein Bruchstück jetzt gefunden habe. Es sind doch genau 6, hat er gesagt. Also müsste ich in jedem Raum 1 finden. Hier ist ein Eimer. Das ist nix. Vielleicht kann ich es anfassen? Nee, anfassen. Ich will es auch nicht anfassen. Ach, sicher hinter den... Ja, wisst ihr. Ey, Leute. Ohne Scheiß. Das hätte mir jetzt gefehlt, dass ich das Teil nicht gefunden hätte. Und Robin hat bis jetzt gepennt. Ja, dann guten Abend. Wir haben's. Ich muss mal ganz kurz switchen auf der Tastatur. Wir haben 19.13 Uhr, Robin. Sehr gut. Ohne Scheiß. Du bist ein Held. Schuh, meine Lampe ist zum ersten Mal ausgegangen. Machen wir sie wieder voll, hä? Machen wir sie wieder voll? Ja. Ach ey, ich verfehl's immer. Ey. Ey. Ach, wisst ihr, ich kann auch Doppelklick drauf machen. Geht genauso gut. Da ist was zum Anzünden. Eieiei, das hört sich so krank an. Haben sie ihm da jetzt was abgesäbelt? Scheinbar ja. Ach, da können wir uns selbst ein Bild von machen. Ey, was zum Geier wollt ihr? Was wollt ihr, der arme Typi, ey? Müsst ihr von der anderen Richtung her. Erst ein Schädel, okay. Dann ist okay, aber nicht so rum. Das hat doch wehgetan. Flashback. Der Vergewaltiger hing kopfüber, seine Tränen. Bla bla bla. Mhm, mhm. Ja. Bis das Blut veropferte. Sehr gut. Was geht mit denen? Was geht mit euch? Was ist mit euch verkehrt? Ohne Witz jetzt. Aber das war früher, glaube ich, wirklich eine Foltermethode. Das waren alles Foltermethoden. Und wer weiß, ob die nicht noch in irgendeinem Land praktiziert werden. Ich will es echt nicht wissen. Sowas ist doch... Boah. Vor allem, dann bleibt die blöde Säge auch noch stecken, ne? Und der Typ muss verbluten. Bitter. Echt bitter. Verfolgen mich Wackelmonster? Wackelmonster! Nö. Also das schockt schon. Ja, und der Muni, der findet's lecker. Ist gut. Jeder streamt heute. Ja, ist ja gut. Muss ja nicht bei meinem Stream zu gucken. Welcome to my Keller Dungeon. The fuck. So, aber Lehmann, jetzt probieren wir's aus, okay? Wir probieren's aus. Fleisch dran knüppen. Oh, wieso haben die eigentlich alle verschiedene Farben? Man gibt voll keinen Sinn. Okay, wo... Ich dachte schon, er hat jetzt die Schnur dafür verwendet. Wie hat er das da dran geknotet? Wir werden es niemals erfahren. Ups, ich will schon sehen, wie es runtergeht. Können wir das Monster mit hochziehen? Nö. Monster hat genug gefressen. Vielleicht kriegen wir ja jetzt irgendwas. Ein Knochen. Reste. Ja, Reste. Ich hasse Reste. Immer wenn es Reste zum Essen gibt, ne? Das hasse ich so dermaßen. Mein Kater will raus, aber egal.
Wisst ihr was? Der kriegt jetzt die Reste von mir. Was kann ich denn mit den Resten machen? Was will ich denn mit den Resten jetzt machen? Der Knochen ist mit Schleim bedeckt. Okay. Wir haben aber ein neues Momentos gekriegt. Oder Momento. Der Durchgang ist versperrt. Agrippa versucht eine Notiz. Und yo. Jeden Tag Reste finde ich echt schlimm. Ja, ich weiß. Ich weiß es doch. Auf. Nicht so viel die Öllampe verschwenden. Lieber so ein bisschen die Zunderbüchsen. Davon habe ich mehr. Und ich krieg immer mehr. Ja. Die kann man echt gut benutzen in dem Spiel. Und Laudanum. Gut. Erstmal die Notiz. Weya, der verspottet alle. Da haben wir es ja auch schon. Ist doch gut. Ich müsste ihm aber zuerst Agrippa übergeben, damit er helfen kann. Bla bla. Indem ich ihm ein Tonikum als Lähmungsmittel lebe. Das ist ein Tamper. Die giftigen Pilze dazu. Der Altarraum scheint. Aha. Mhm, mhm. Entsprechendes Werkzeug, also vielleicht die Kurbel oder sonst was, keine Ahnung. Werkzeug. Tamter? Ach, bestimmt brauchen wir auch diesen komischen Knochen mit dem Schleim, weil der Schleim irgendwie Tamter ist. Tamter dürfte schwieriger. Ich glaube nicht, dass es schon alleine das Schreiben des Wortes. Ah, haben wir. Okay, Tamter haben wir schon. Das ist der Schleim und jetzt brauchen wir nur noch die Lebensessenz und giftige Pilze. Giftige Pilze? Giftige Pilze. So, ihr hattet jetzt genug Zeit, das zu lesen. Ich habe ganz kurz meine Katzen rausgelassen. Die standen nämlich an der Tür und wollten echt raus. Also, ich kann sie doch nicht so stehen lassen. Mein Gott, okay. Ich muss mal ganz kurz den Chat lesen. Ja, also er hat es wieder von den Resten. Ich finde Reste, also es kommt echt aufs Essen an. Aber die meisten Reste finde ich einfach nur... Weil es einfach nicht mehr so gut schmeckt wie beim frischen Kochen, ne? Wieso unterhalte ich mich jetzt mit imaginären Zuschauern und dem Chat mit Robin? Robin ist im Chat. Über das Essen. What the fuck? Das ist irgendwie verkehrt. Gucken wir erstmal hier rein. Was haben wir denn hier? Ich muss bestimmt noch einen aufschlitzen mit diesem Bohrer. Kennt ihr den Film... The Mechanic, da wird auch so ein Bohrer benutzt und damit wird einer abgestochen, so voll so BÄM! Dart spielen können wir hier leider nicht. Okay. What? 15. August 1839. The blood wards are failing. The shadow beckons and its cry disarms my actions. Hurry, no time to spare. You have to kill another. Alexander produces a knife. He wants me to cut the flesh. Do it. Save yourself. Ja. He's a murderer, Daniel. He is evil. A cold-blooded killer. Hurry. Hurry up, Daniel. Alexander, you must let me be. I have to concentrate. Paint the man. Cut the lines. Cut the flesh. Watch the blood spill. Let it come. Let it come. What the fuck is up with you? Ey, das ist doch... I didn't do anything. Paint the man, cut the lines. Paint the man, cut the lines. Leave the man cries. Now you see. What? One life
of. You hear me, guardian of the orb? I did all this for you. Now, once more, withdraw your shadow from my domain. Glaubst du doch selber nicht, dass das jetzt geklappt hat? Dummer Daniel. Jetzt kommt er mir gleich entgegen und knüppelt mich nieder, oder? Alexander, there isn't much time. I can feel it. We must act swiftly. I will do whatever it takes. Es regnet Blüten. Und ich habe soeben im Chat erfahren, dass Mooney als... Warte, das war sonntags, ne? Genau, sonntags hat der eine Pizza-Flat. Der darf einfach so viel Pizza essen, wie er will für 5 Euro pro Person. Und so viel Pizza, wie man will. What the fuck? Was hängst denn du jetzt hier rum? Yeah, wir können ihn rumschieben. Bong. Erinnert mich so ein bisschen an den neuen Tomb Raider-Teil, ne? Wo sie am Anfang so rumschwingt und dann... Krack. Aber sie erholt sich wieder. Oh, da ist noch einer. Darf ich euch aufschneiden? Habe ich dieses Messer? Nee. Schade. Kranke Geschichte. Jetzt will der Kater wieder rein, ne? Ich kenne ihn. Ich kenne ihn genau. Aber der Part ist vorbei und ich würde sagen, im nächsten Part geht's weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Ciao, Leute.